Geh mal genau hinter dir, Peter. Hinter mir? Nehme ich nur noch zwei Leute. Warte, da ganz rechts, weiter rechts von dir, Flyer. Siehst du sie? Ich sehe gerade zwei von uns laufen. Ich hoffe, das sind zwei von uns. Ja, wir sind laufen dritt. Peter ja, hinterher. Dritt, ich sehe euch hier. Jetzt sehe ich niemanden mehr. Oh ja, jetzt sehe ich wieder wen. Ich sehe Narox. Oh mein Gott, das ich sehe gar keinen mehr. Da hinten ist schon alles schon. Ah, da rechts sehe ich schon. Wenn wir ein Camping-Camp finden, nehmen wir es mit. Wofür? Den anderen die Türen zuzusperren. Ah! Das war nicht. Ja, das ist nice, okay. Du kannst dir sicher sein, dass diese Bandito-Typen, die uns beide gefarmt haben vor dem Haus, sicher nicht mehr in dieses Haus hineinkommen. Habt ihr mir das Haus aufgestellt? Noch nicht, wir haben das Haus noch nicht gefunden. Aber Hulk Hogan haben wir gefunden. Tief im Wald versteckt. Für einen Freund. Keine Ahnung. Ah ja, und wir haben Sofs Häuser. Sof und Lucifab und Mindscape. Ihre Häuser okay, sind direkt bei Starisat. 2, 4, 6 Leute, glaube ich. Das ist in der Nähe. Da heizt wer? Ja, wie links heizt wer, ja. Ja, aber schon noch in der Stadt drinnen. Hört es? Das, wir sind zu siebt. Ist das, oder? Ist das hier, ja. Mann? Das war, glaube ich, hier von der Fire Station aus. Habt ihr das gehört gerade? Ja. Und schau, wie sie brav alle in die Richtung zielen, Alter. Der hat da eine Pressejacke an, oder? What the fuck? Ich. Hero Level 1. Wir haben Peter, endlich im Forum gepostet, ich wie die ganzen Sachen Ruhe. Jetzt viel. Es ist im Endeffekt gescheiter, wenn du den Stefan umhältst ein paar Mal, ja? Da, ihr könnt mich mal. Ich bin schon gelaufen, Alter. Ja, okay, bleibst mich um. Ich bin nächstes wieder mal drauf. Na, jetzt wird keiner umfassen. Da jetzt mal nicht. Da ist einer links von uns. Weil das lustige war, weil wie ich 5000... Leute. Ja, passt. Ja, großer Kreis. Umgehen, was so viel geht. Naja, wolltest du jetzt wieder Range laufen, oder? No Open Range. Aber es laufen sicher nicht alle. Weil schau, nämlich, check. Ich hab für den Shame, wie ich ihn gekillt hab, ja? 900 Punkte bekommen, er für mich 400, 500 und er hat 400 verloren, wie ich ihn umgebracht hab. Aber er hat immer 900, egal ab welchem Level, er hat immer 900 kriegt für mich. Seid's, ne? Geht's hier runter, ich bleib hier oben und cover. Also, es kann ruhig noch ein zweiter oder ein dritter hier bleiben. Ja, ich bleib auch hier oben. Covern. Ich habe eine DMR, die mit der PKMs, PKP soll schon runtergehen. Es braucht eh nur ein einziger runterin. So viel gibt's nicht und ich. Wir haben ja 40er hast oder 30er Slot Rucksack. Ja, ja. Sicher! Ich bleib da wieder in den Tannen drinnen, wie immer. Oh, da war ein Stabel, ich bin gestolpert. Wow, da schießt er. Ja, ja, das ist der. Ich sag dir, das ist der Typ von der Fire Station, weil. Wenn es da was zu holen gibt, dann wird sofort umkehren. Leute, seht ihr mich? Ich renne hier wieder rauf. Ja. Oh cool, ich sehe von hier aus die Tankstelle. Rennt ihr auf mich zu, ich liege hier beim. Ich auch. Da fährt ein Auto. Ja, da fährt ein Auto. Ist es so ein kleiner Golf? Nein, so ein Fail, sowas, was wir gefunden haben mit Daniel. Also was Daniel gefunden hat. Ein Scrap Metal APC auf der Hauptstraße. Fährt gerade in die Tankstelle rein. Fährt dran an der Tankstelle vorbei, Hauptstraße. Was? Keine Ahnung, wo es hat. Oh, what the fuck, warum ist der Fahrer mit. Ey, das ist ein Heli-Absturz. Da hat irgendwie eine Flare gezündet, oder? Nein, das, da brennt was. Da brennt was, ja. Da ist was aber. Da ist was explodiert. Hat jemand einen Nate geworfen oder ist der Chopper abgestürzt? Nein, irgendwas ist dort explodiert. Das ist sicher nicht eine Flare. Ja, ich sehe einen Survivor. Ja, stimmt. Open Field? Nein, er rennt gerade an der Tankstelle vorbei Richtung Plattenbauten. Achso, und ich sehe eine Zutte Open Field. Er ist gerade in der ersten Plattenbaut. Nein, das sind zwei Survivor. Zwei waren das, ja. 860 Meter, das muss ich vergessen. Ja, 863 bei mir. Und bei mir ist 57, aber ich habe die PKP. Ja, jetzt läuft er wieder raus. Er steht draußen. Er rennt Richtung Tankstelle. Ja. Komm näher, mein Freund, komm näher, mein Freund, komm näher, mein Freund. Ja, er rennt in den Supermarkt. 800 Meter. Oh, wenn er in den Supermarkt hinten irgendwo sich Ah, ich sehe ihn nicht mehr.
Ich glaube, der rennt Richtung Fire Station nach vorne. Muss Straße euch leider enttäuschen. Nicht? Hier ist nur Windscreen. Nein, er rennt wieder am Supermarkt vorbei zum Plattenbau. Er ist hinter der Tankstelle. Oder ist es nur Wie heißt er? Plattenbau. Ich kann ihn leider nicht, ich hab's nicht erkannt, ich hab ein paar Mal drüber gescored, aber er zeigt mir keinen Namen. Ja. Orange Unknown habe ich stehen gehabt. Unknown System? Nein, Unknown ist sind die Systeme. Wer ist da vor mir? Ich glaub rückwärts auf euch zu. Das da oben oder was? Ich bin hier neben Jack anscheinend. Wir stehen oben ja genau an der Baum. So, ich logge mich kurz aus, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz telefonieren, eine Freundin von mir ist verschwunden. Boah. Vielleicht hat sich ausgelockt. Ich sehe Knädel. In your face, okay, passt. Pep. Was soll man dann machen? Nach Dubovo schauen, ob wir einen Chopper finden. Da ist wirklich noch ein Chopper irgendwo, da müsste ein Survivor doch in der Nähe sein, oder? Unknown S habe ich hier gerade, ich scroll echt drüber. 834 Meter. Wo? Genau in meine Richtung, also in dürfte dann ein von den zwei Plattenbauten sein. S, aber ich höre die ganze Zeit. Ah, Psycho, thanks for cheating, Global Ban. Wer? Oder Admin Ban. Psycho. Der Psycho. Den hat's weg, Bayern. Bin gleich bei euch. Wer von euch ist eigentlich jetzt noch beim Ball dran? Ich Chris. Sitze hier. Ich bin bei einer Tanne davor. Links von uns rennen auch noch zwei. Einer mit der Press und noch irgendeiner. Wo? Was? Links von uns, da in dem Wald, ja. Da was unten rennt einer mit der Press, siehst du? Bin ich das? Clemens, das ist der Stefan. Narrow. Ich komme jetzt gerade auf euch hingelegt. Zu. Ja. Okay, da kriegst du jetzt Narrow. Ja, wir sind hinter dir, Clemens, am Wald dran. Weiter auf den Hügel. Gott, es leckt. Fuck. B. Long John Silver was killed. Na dann, den hat's wegbeiert. So, auf zum Airfield, oder? Ja, was? Wo ist das? Hinterm Hügel gleich. Ah, na perfekt. Aber war gerade was. Vehikel, was? Hat irgendwer was zu trinken? Ich bin schon rot. Vehikel, rot. Steh mal auf, siehst du mich? Ich bin genau hinter euch. Ich höre aus dem Wald auf euch zu. Ich hab nichts mehr zu trinken. Hat irgendwer was zu trinken mit? Ja, ich hab noch einen Cola. Würdest du mir das bitte geben? Das ist freundlich. Kommt mal her, in die Richtung. Jetzt bin der mit dem Press-Dings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, was? Ah, wartet, komme. Da auf der Seite mit dem Press-Dings. Ja, wir sind eh 7, ne? Ja, war du früh, ganz woanders. Zu früh. So, wo ist der Press-Typ? Da ist der Press-Typ. Ah, warte mal, wir sind hier nur zu 5, der Peter und du bist mit der Press. Demo fehlen noch, oder? Ja, wir sind gleich schon vorne schon. Wo ist Presse? Ach so, da vorne seid ihr. Da links von uns sind die zwei. Seid ihr die zwei Baum, die sich gerade hingelegt haben, oder? Also ich habe mich nicht hingelegt. Oh, schieß den! Brauchst gar nicht zielen auf mich, ich habe nicht genau im Visier. Okay, wer will jetzt das Co haben? Hier, ich stehe am Straßenrand mit dem scheiß Press-Schild weiter unten, von euch allen. Weiter unten? Ja, da, hier. Am Balkan. Diese schwarze Weste. Ja. Darf ich es mir rausnehmen? Ja, warte, dann muss ich die schwarze Weste, wo Fail hinten drauf steht. Ich sehe gerade, die braucht was zu. Ja, nimm dir die Coke, die Water Bottle bitte nicht, weil die kann ich wieder anfüllen. Ey, Peter, ja. Da fällt mir gerade ein, wir könnten einen Abstecher bei dem Haus von Walter. Voll, ja, bin schon am Weg. Danke vielmals. Hast du's? Ja, danke. Passt. Denk schon was. Wie hieß der andere? Wir haben Walter umgekehrt und der andere. Walter, wo seid ihr jetzt hin? Derek. Wir gehen mal einfach den Berg rauf Richtung diesen Sendemasten, der hinten im Schnee ist. Ja, weiß schon. Wo wir letztens auch raufgelaufen sind. Den. Wo der Scrap gelegen ist. Ja. Alle da? 1, 2, 3, 4, 5 vor mir. Und. Also ich renn mal check nach. Der Stefan ist, glaube ich, bei dir, dann sollten wir eh zu sehen. Stefan? Ja, Leute, wartet jetzt ganz kurz bitte. Ich muss kurz rennen. Ich renne euch nach. Marco, Daniel und Haus müssten jetzt nach Hause kommen, da wären wir. Ja, Daniel ist heute, glaube ich, mit Arbeitskollegen irgendwie saufen und
Marco, ja, der, wenn er mal die Finger von der Steffi lassen kann. Ich habe ihn eh angeschrieben, ob er heute zocken will. Keine Antwort, gar nichts, Alter. Ja, der zockt eh schon. Ja. Der zockt Flansch Simulator. Oh, ja. DRL Edition. Oh, Lavion. Passionate, ja, das war eh der Baum, glaube ich, in Fall. Aber weißt du, was mich interessieren würde? Hm. Wer der höchste ist von Humanity und wer am meisten im Minus ist? Am Server. Es gibt sicher Pro-Player aus dem Original DayZ, die da abgeben. Ich weiß, dass wir, wie wir angefangen haben zu zocken, ist das DayZ schon gelaufen und da gab es damals noch auf der Homepage, haben alle Spieler so einen Score-Screen gehabt, wo du sehen kannst, wie viele Leute du schon getötet hast, wie viele Zombies und so weiter. Und da war einer drinnen, dem sein Char war seit 2,5 Monaten am Leben. Mal 8000 Zombies gekillt oder so. Und der hat, ich weiß nicht, der hat dann, glaube ich, bis sie den Counter abgedreht haben, war er eh der mit der längsten Survival-Time. Weil er einfach mit dem einen der ersten Chars, die anscheinend gestartet hat, einfach so lange überlebt hat. Das ist echt abartig, ohne einmal umgeheizt zu werden. Wobei, okay, das war auch noch DayZ Alpha, oder? Das war ja totaler Fail. Da konntest du dich selber 10-mal glitchen. Na, aber im Ernst, ich meine, das DayZ, so wie wir es gezockt haben am Anfang, dass wir Crew aufpassen müssen, weil, sorry, wo passen wir jetzt auf? Wir rennen Open Range gerade auf einem Schneehügel in der Gegend. Ja. Wenn da einer eine fettere Wumme hat, die auf eine gute Range geht, Alter, jetzt fahrt und die Elfte ist tot. Alter, what the fuck? Was? Wie viele Leute sind jetzt vorne? 1, 2, 3, 4, 5? Ich sitze zwei ganz hinten und nebeneinander. Genau. Ja, was ist? 7. Ich hab nur eine ganz kurze Frage. Ist gerade wer von euch bei einem Stein vorbeigelaufen? Jetzt nicht. Nein. Wo Stein? Na, wie ihr raufgelaufen seid. Nein. Okay. Dann bleibst mal kurz stehen und scrollst über die Leute drüber. Okay, Bukake Charlie, bist du Chris? Gnädel? Pasches Banane? Regularius, Narox, Bane, Narox, irgendwie geht man ab. Passt. Narox, ich bin da. L, vielleicht. Ah, ja. Narox, ja. Mit Odin, danke, ja. Danke, Charlie. Genau, passt. Treffen wir sie alle am Turm oben einmal, dass wir wieder zusammenkommen. Na, Urne. Okay, dann beim Haus unten. Ja, oben ist sicher noch das Scrapmobil. Ja. Das spawnt, glaube ich, eh da, oder? Stefan, wo bist du jetzt? Dick, geh hinter euch, hinterher, ich lauf da hinterher. Meine Uhr runtergeben müssen, Alter, weil die richtig brennt. Und Peter, geil, der Kühler bringt genau gar nichts, der wird der PC noch heißer. Hast ihn eingeschalten? Da. Bin wirklich, PC muss man einschalten. Weil ich hab mit dem Kühler nie Probleme gehabt, Fußballgespiele gespielt und jetzt kommst du daher mit deinem Laptop und es funktioniert. Ich schalte ihn mal auf. Zutte? Ich verwende ja, meinen Beutel mit Eisbüffel. Sicher, was glaubst du? Ich kill sie schnell mit der DMR. Also ich verwende immer Eiswürfel zum Kühlen. Das überhaupt die Kiste? Also ich hau ihn immer in die Badewanne. Schau mal nach. Voll, Wasserkühlung ist alles das Einzige, rot. Was es wirklich gibt, Alter. Alles rot. Engine Status 20%, Fuel Status 20%. Ja, den braucht ihr. Den braucht ihr vielleicht viel schnell wieder an dem Ball. Der rennt da wieder bergab. Das Knädel, oder? Boah, wieder leider. Ja. Der drängt mich ab, die Presse, ich ja. Zeig mal deinen Presseausweis her. Das nennt sich Pressefreiheit. Presse-DVD. Jetzt muss ich nur noch schauen, wo man da runter müssen. Soll ich da mal raufgehen? Da Turm unten, so wie ich jetzt gerade renne, Richtung diesem fetten Turm, da müsste irgendwo das Häusl sein von denen. Und den Obst, ja, da ist schon ein Level 2 Bandit Haus. Echt? Ja. Ja, dann wenn wir hier noch mehr Open Range stehen würden, dann war's denn. Oh, ich seh's wirklich. Oh, holy crap, toll. Ist da wer drin? Werden wir gleich einmal anklopfen, oder? Na, wir checken nur ab, ob das vom Walter oder. Aber zeigt er beim Haus auch an, wenn einer drin ist, den Namen in Klammern? Na, ich glaube nicht. Warum kommt's hier? Da hat er nicht gegangen. Rentenviech. Genau, so wie wir zum Sendemasten gelaufen sind, links runter
den Berg und dann seht ihr eh so einen fetten weißen Turm in dem seine Richtung. Wem laufe ich danach? Natasha Bain und Naro. Ja, wieso lauft sie überhaupt mir nach? Links wieder runter. Ich habe euch vorhin gesagt, vorhin habe ich ihn gesehen beim Stein. Ihr seid bei mir permanent auf solche Lecks, als ihr neben mir seid und dann auf einmal irgendwo anders. Wir sind rechts runter gelaufen. Aber ich denke mir, Alter, was siehst du da? Das ist eine Kuppe, da kannst du nichts sehen. Und schau ihn an, das gleich noch auf. Und steht ein Auto da? Da steht ein Gogol da. Dafür, dass wir ihnen letztens die kompletten. Steht da jetzt so einen großen Sendemasten unten oder was das ist? Wow, ja, vielleicht. Bist du deppert oder nicht? Hat's gerade weggeglitscht. Entschuldigung. Schau mal kurz runter. Ich seh dich noch vorlaufen in der Zahne verschwinden und zack, schießt mir jetzt da oder zielst in meine Richtung. Wo seid ihr? Genau. Seht ihr den fetten Sendemasten? Ja. Nö. Ja. In dem seine Richtung einfach weiterlaufen und ihr seht dann geradeaus, wenn ihr den Berg steigt. Links daneben, gleich steht ein Haus. Seht ihr so fette Steine, denen folgen. Und ich sehe auch schon Renner, ja. Wem gehört das Bandit 2 aus? Ja, das gehört gleich aus. Das ist ein Haus. Achso, bist schon weg. Gehört sicher dem Walter oder diesem Derek. Nein, der Derek hat sie in den Wald eingebaut. Da steht nur Loghaus. Ja, ich wette, dann gehört es eh dem Derek, weil man braucht ja Level 1 aus. Die zwei überhaupt gerade online? Ja, das Level 1 Haus im Wald steht auch. Es stehen sogar zwei. Weiter links. Ja, läuft da ganz links auf das Haus zu? Ganz links, genau. Ne? Kann ich drüber scrollen, weil nein, ich so aus Atem bin. Fast vorm Haus. Also Jamie, Chris und ich sind... Nadel, ja. Ja, wir sind oben noch. Jack, wo bist du? Hinter dir. Ganz unten. 100 Meter. Also da wurden einige Häuser gebaut. Naja, weil es in der Nähe zu einem Industrial ist und zur Dings rüber zum Airfield. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nicht ganz gut gewesen. Derek? Das Level 2 Haus gehört schon mal dem Derek. Und hier sind drei Level 1 Häuser. Bist du gerade im Wald, Gemmo? Ja. Achso, ja. Die haben das im Wald aufgebaut, what the fuck? Ja, nach dem Patch. Feuer da. Derek online. Schau mal gleich. Wie Derek? Ja, D-E-R-E-K. Derek. Nein, Walter okay, das gehört dem Walter. Das gehört auch dem. What the fuck? Gehören beide dem Walter? Was ist das da? So, das ist eine Garage. Dann muss das noch dem Derek gehören. Und was, ihr wollt ihnen einfach so ein Zelt vor die Tür hinpflanzen, damit sie nicht rein können? Ich werde erstmal schauen, was ihr Vehikel ist. Aber so die Zelte kann man ja auseinandernehmen, oder? Oh, das Vehikel ist kaputt. Ja, wie die anderen Autos, die wir gefunden haben. Was ist mit dem Pickup jetzt gewesen, der vor der Garage von dir gestanden ist? Ahnung. Keine Reifen und das war's. Ist dein Pickup in der Garage noch drin? Nein, der ist rausgeklitscht. Das ist der. Oh, okay. Haben wir jetzt ein Zelt? Oder nicht? Na, wenn wir es finden, müssen wir es mitnehmen. Okay. Ja, wir können eh weiter. Gleich bei euch. Warte, jetzt mal hier kurz bei den Heiseln, bis die anderen nachkommen. Setz mal einen Marker auf diese Wassertanks. Ah, dann können wir eh gleich in die Richtung rennen. Im Bergab. Ja, ich bin schon ein bisschen weiter vorne. Dann einfach vorrennen. Alle da, wer rennt da noch? Nedel steht neben mir und keucht. Jetzt ab hier. Jetzt schon weitergelaufen, oder? Na, wir stehen nicht. Noch. Wir alle da, oder was? Oder ist einer AFK? Ja, der Peter ist irgendwo gelaufen. Nein, ich bin schon rechts vorgelaufen zum Industrial runter. Go, hier rüber. Go. Ja, ich muss jetzt was trinken und was essen, weil sonst bin ich im Arsch. Ah, wenn mein Blut dann runtergeht, dann werde ich mir einfach reloggen und dann ist wieder voll. Ja, bei mir ist schon alles, hat schon alles aufgehört zum Blinken.
Hat sich wieder weiter unterwegs? Ja, ja. Welche Richtung? Nach rechts von dir. Von den Häusern, genau. Parallel zu der Straße, die du siehst, die durch den Wald führt. Hm? Wer läuft da vorne? Ganz rechts außen rum. Da läuft mit, da steht mitten im Wald ein Mixer. Aufgebaut. Ja, dann zerleg ihn und streck ihn ein. Also das ist eh der Peter. Ich lauf gerade hin. Mal schauen, werden wir ja dann wissen, ob wer wartet oder nicht. Clemens, hast du uns? Ja, ich sehe euch. Jack, wo bist du gerade? Vielleicht ist schon was drin. Bandit. Ich laufe dem Stefan gerade nach. Oh, kacke. Vielleicht ist Reinforced drin. Wollte ich gerade sagen, ja. Mal schauen. Fensterpresse nach oder was? Bag of Zement, scheiße, da ist nur Zement drinnen. In your face ist 10 Meter vor mir. In your bap. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Zum Airfield, oder? Ja. Oh, da ist es eh schon, oder? Ja, es ist nach dem Industrial. Da werden wir sicher umgeheizt. Na, Uhr nicht warmer. Erst ist sie Knädel. Mit oder ohne Bock? Hast du Zementmischer einpackt? Oh, sicher. Während er geradeaus in den Wald weiter rauf. Hä? Wo? Da war. Nerox ist das. Charlie is losing connection. Na, leckt schon. Ja. Remek, wohin das Weg ist? Das Drill. User in your channel, time out. Hey, wo bist du, Alter? Da ist ein Bus. Boah. Ja, ich bin links von dir. Siehst du mich jetzt? Da sind dort jede Menge Zucken. Ist das du, wo er fliegt, oder? Ja. Ja. Boah. Der Bus scheint noch alle Reifen zu haben. So einen Bus? Ja, so ein Reisebus von Jack. Diese Entrenching Tool, Toolbox. Oh, passt nicht. Seid ihr unten oder im ersten Stock? Oh, da ist wer. Ja, da wird eh außer uns wahrscheinlich keiner sein. Okay, na Jerrycan. Wenn ich rechts sehe, steht da hinten noch ein Haus. Schlecht so aus mit dem Industrial hier. Ja, müssen wir nach Dubovo rein, ne? Außer Zementmischer gibt's hier nicht wirklich was. Ja, müssen wir das dreistöckige Industrial in Dubovo reinschauen, ne? Ja. Lauf Maker links herum oder wollt's rechts rumlaufen? Aber ich will jetzt wieder gehen. Gehen wir wieder hinten raus, wo wir rein. Warte, chill. Ah, hier oben ist ein Car Wheel. Da ist ein Man. Mir wird ein Man angezeigt auf der Karte. Ja, zuckt er. Ein Car Wheel kann man einstecken von mir. Ja, habe ich gerade eingesteckt. Warte, ich komme voll von den minus 6500. Ich wechsle ich gerade da. Muss ich hier schon auf 8 oben und dann wieder runter. Da ist ein Big Cherry Can. Brauchen wir nicht. Haben wir im Haus 3. Yes, ein Chopper. Wo? Dort, wo dieser Prager Copter, dort, wo er immer spawnt, auf der. Hier sind Zementmischer. Auf dem linken Streifen vom Erdbeeren. Haben wir einen mit. Ein Toolbox ist da. Eine Toolbox. Jetzt ganz ist oben. Der Man weg. Wenn du es brauchst, nimm es mit. Ah, hier ist eine AKS 74U. Schau, da killt schon einer mit der Fall Night Vision. Ja gut, aber der bringt nicht viel, wir sind 7 Leute und es passen nur 4 rein. User entered your channel. WB. Trotzdem, wenn wir keinen anderen finden, dann würde ich den reparieren und auf den kleinen Inseln schauen, ob man dort größere Chopper findet. Auf jeden Fall. Wo ist da bitte ein Chopper? What the fuck? Ja, ist eh wieder. Standardfehlermeldung.
kacke Charlie, gell. Warte, das ist das Sumpfgebiet. Wo seid ihr hin? Ich bin noch immer in diesem ersten Gebäude. Wenn da du rauskommst, am Eingang, wo wir reingekommen sind, und nach rechts schaust, ungefähr 20-30 Grad, siehst du so einen Sumpf. User entered your channel. Baby. Baby. Siehst du uns? Ne? Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Am Airfield einfach schauen. Ich geh grad auf. Richtung Bus, Richtung, wenn du den Bus siehst. Genau. Ah ja, ich seh den Bus. Ja, da ist sie noch. Hilf. Ja, das ist meine Truppe, deswegen. Seid ihr jetzt weit weg? Richtige Richtung? Wir sind schon. Das ist die Frage, wo du stehst. Ja, ich sehe euch schon. Wenn das keine Zutte ist, dann seid ihr das. Ja, ich sehe euch. Reifen. Ja, Scheiben ist hier, aber meine Güte. Vom Bus oder was? Ja. Ja. Man kann mit einem Bus fahren. Ja. Weather, what the. What the hell in the fuck? Und ja, der ist noch tüchtig. Was? Ein Drittel Tank und man kann mit dem fahren. Alles ist grün. Fahren. Er hat halt nur einen Platten oder so. Ich hab einen Reifen. Echt? Cool. Wollt ihr echt? Der stimmt, der Deck ist auch oben gefunden, ja. Ja, warum nicht? Meine Güte, ist jetzt, wenn einer auf uns heilt. Übers Airfield oder was? Ich fahr. Übers Airfield oder nein, was? Lass ihn, den anderen fahren, Steffen. Mal. Noch nicht fahren, noch nicht fahren, nein. Naja, keine Sorge. Welcher Reifen ist zum Reparieren? Ja, scroll na, drüber, er zeigt dir an, den der die geringste Prozent. Nicht reparieren. Er fährt ja eh noch. Er fährt eh noch, gut. Wenn er komplett zerschossen ist, der Reifen dann. Warte, wir fahren jetzt mit einem Passagierbus, Alter. Verarschen. Wo wollen wir überhaupt hin? Steig an. Soll ich am Airfield entlang fahren, auf gut Glück? Da hinten ist ein Chopper. Ja, zu dem Chopper fahren wir jetzt einmal. Fail Chopper? Also wollt ihr passen ja noch Chopper abchecken? Ja, aber wir können ja mal hinschauen, der Rest kann ich mit dem Bus fahren, irgendwo von das Ding, keine Ahnung. Ich lauf schon hin. Fahr halt! Der wartet auf den Chris. Wo ist er denn? Ja, mich hat's rausgehaut. Okay, ich sitze mal im Bus drinnen und geh schiffen. Bis gleich. Plansch. Jetzt auch. Bam, bam, bam. Geh da mal schnell eine rauchen, ist das okay? Na Urne. Ach, noch. Na Urne. Oh, ich geh aber trotzdem mal eine rauchen. Ah, wo waren wir damals, wo du den Bus back in die Luft gefetzt hast? Back, du musst oh, das war oben bei... Hat sich ihm ausgelockt, oder? Rock. Wer hat sich jetzt jemand? Wer hat sich im Bus ausgelockt? Na okay, doch nicht. Nein, er hat meint, er ist nein, ich glaube, das war diese fette Burg auf Tschernarus, ich weiß nicht, wie die heißt. Castle Rock. Castle Rock, genau. Wo ich unbedingt umdrehen wollte mit dem Bus und der irgendwie... hängen bleibt in der Botanik und dann zack, zack, zack und explodiert. Oh, ja, voll, das war schon geil. Ja. Und wir mit fast null Blut alle überleben und irgendwie bandagieren können und Blood Transfusion. Peter, was ist aber das war geil, weil die ersten, die überlebt haben, haben dann gewartet, dass sich jemand einloggt und gleich instant bandagiert, bevor er drauf geht. War echt der Wahnsinn. Und dann ist mühsam, losrennen, jagen, umfallen, bewusstlos werden, losrennen, jagen. Ja. Ja, ist doch wurscht. Ihr müsst Leute. Ihr müsst euch genau, so reinsetzen in den Bus, dass wir alle in einer Linie hocken. Das geht gar nicht. Ich glaube, der Fünfte, der einsteckt, sitzt schon auf der rechten Seite. Oh. Das geht doch nicht. Ja. Muss der ja ein bisschen gleich hin. Hat das Teil überhaupt Scheiben vorne? Ich glaube nicht, oder? Nein. No. Ja, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Ist der mit Kugeln. Alter, bitte du weiter. Was ist denn dieser Fail hier, dieser umzäunte? Spawnt da nicht auch irgendwas? Ein Fail. Ist der einfach nur... Der ist komplett im Arsch. Hülle rot, Engine rot, Main Motor rot. Vielleicht hätten wir den Main Motor mitnehmen sollen. Aus dem Haus. Einfach so. Ich glaube, ich sitze vor mir Flyer, oder? Ausgezeichnet. Vorne und hinten einen Meat Shield. Okay. Cool, ich kann mir meine DMR genau anschauen. Ja, nee, gleich sicher hochgeheizt. Ball, oder? Genau so eine soll es werden. Aber bevor sie ihr umgeheizt werdet, werdet ihr eher umgeheizt, weil ihr Open Field laufen.
Ihr sitzt da oben für den Bus. Ja, fahren wir los. Na, ich bin noch nicht da. Ja, da vor mir ist ein Felsen, der bewegt sich gerade. Ich wollte ihn schon umfahren. Habt ihr das erzählt von Alex, wo ich ihm gesagt habe, ich hätte gerne so eine Airsoft DMA? Ja. Wo er meint so, aber weißt du, die musst du ein bisschen tunen, weil die, so wie sie sich verkaufen, Stock geht nur auf 60 Meter. Okay. Und er so, die kannst du ein bisschen tunen, dann geht's auf 80, 90 Meter sicher, oder? Okay. 80 eher. 80, ich hab ein Auto gefunden. Er dachte, what the fuck. Einer der Hallen. 80 reicht ja auch schon vollkommen aus bei Airsoft-Spielen, oder? Wo hast du noch Paulus? Was? Nein, oder? Ich bin in dem Haus drinnen. In welchem? Ich weiß es nicht. Oh, dich hat zurückgesetzt auf... Okay. Fahrt ihr gerade? Ja. Warum? Na, das ist ein LKW. Wo? Weiter. Nach Dobobo fahrt. Hauptstraße Dobobo. Schnell. Nein, er ist schon vorbei an euch, er ist schon am Modell vorbei. Dann müsst ihr gerade jetzt an uns vorbeikommen, oder? Er fährt Richtung Dobobo. Oh mein Gott, ich bin echt im Haus drinnen. Oh. Welchem? Gnädel mit Bovila. Oh, das ist geil. Na. Ja, das ist ein Chaos, oder? Ja, das mit den Häusern ist wirklich ein Fail, wenn es sich so zurücksetzt. Ich beidle es einmal drauf und dann sitzt in dem Häusl, obwohl es schon mit leisem Niveau war. Wo ja, sollte jetzt ein Auto kommen? Ich lege mich mal schlafen. Warum sind wir jetzt ausgestiegen? Wir waren nervös. Das ist cool, bei mir heizt wer. Ja, dann sind das Team Bielow. Weil ich höre permanent die Booster auf und zu gehen. Ich glaube, wir sind zu fünft hier drin, du kannst schon fahren, Schemmel. Was mit Peter? Der ist irgendwo weiter vorne. Ich bin schon fast bei der Firestation. Ja, was machen wir jetzt? Soll ich einfach zu Fuß zurückrennen und... Ich meine, wir können auch mit dem Bus fahren. Nur mit dem Bus die Strecke auf der Botanik würde ich nur ungern fahren. Der bringt ja keine 10 Sachen auf der Wiese. Ja, ich fahr mal vor bis zum Bus zu Peter und dann gehe ich zu Fuß zurück. Hä? Aber hast du nicht dein Vehicle gefunden, Peter? Ja, bin gerade am Schauen. Wo? Aber es ist so ein Einsitzer-Dingens. Moment mal, meinst du dieses Scramble? Boah, aber auf was fällt's an der an? Habt ihr Fuel Tank und irgendwas mit Nagel? Weil das Auto wäre in Ordnung, nur fehlt der Tank. Ich bin rechts von euch in der Halle. Ah, ich sehe schon. Ja, die sehe ich schon, ja. Es wäre in Ordnung vom Ding, nur der Tank. Ah, das ist dieser Airport Crap. Genau. Das ist das, wo der Haus gemeint hat, der Typ hat ihn durch die Botanik verfolgt und das ist nicht aber langsam als. Soll ich den Bus hier hinpacken? Ja, das steht dort links noch rum. Ein anderer kann nein, das sind fahren. Die Trash, das sind diese Map Objects. Und? Firestation. Ja, was machen wir? Steigen jetzt alle aus oder was? Was schon? Na, war ich noch nicht, ich bin da gerade hergelaufen. Na, ihr könnt's fahren, ich muss zurückrennen. Warum musst du zurückrennen? Ja, also, um den Auto auszulassen, oder? Ja. Du kannst ja nicht mehr raus aus dem Häusl, dem ist das gepatcht. Ja, aber wo bist du jetzt hin? Ich bin jetzt kurz zur Firestation. Nein, ich meine Schemek. Ja, retour. Und zurück? Ja. Macht's ja. Alle. Ja, aber ich muss mich leider bald ausloggen. Deswegen überlege ich gerade, ob ich da bleiben soll oder mit zurücklaufen soll. Oder ich logge mich hier aus. Wenn du zurücklaufen willst, dann kannst du zurücklaufen und ich bleib hier und du also Blödsinn. Ja, war gut. Ich geb dir den Schlüssel. Ja, passt. Ich logge mich einfach hier dann aus, scheißegal. Bleib beim Bus, okay? Wer von euch ist in der Firestation im ersten Stock? Ich bin in der Firestation. Okay. Könntest du neben den Bus was ist die Firestation da vorne? In den Hallen nachschauen. Ja. Erwisch ich. Da heizt wer? Oder warte, was ist? Oh, AKS Cobra, nur hier oben. Und? Sind das Smoke Nades, oder? Nein, für die M16 in der Launcher. Wer ist denn da? Peter, bist das du? Ja, nein, oh, shit, Alter! Du,
Pumpe, oder? Ja, und die Pumpe. Dreh das Mausrad, dann weißt du, wer das ist. Bandage myself. Twisty was killed. Wir stehen da ziemlich ungünstig, ist das hier bewusst? Ziemlich. Den Open Field da steig an. Aber den Bus ist besser, oder was? Nein, wir fahren weg. Wir fahren dann nach hinten zur Fire Station, stell dort die Busse. Wir stehen mitten Open Range, oder? Da ist ein Bus. Lass dich schnell einsteigen. Jetzt? Fahrt direkt nach hinten und checkt die Hallen hinten aus. Alles passt drinnen? Bin drin, ja. Passt auf, dass der LKW... Dass die irgendwer LKW steht noch draußen. Ja, ich glitsch jedes Mal raus aus dem scheiß Auto. Ach, ich bin mal kurz AFK im Haus. Drinnen? Jetzt, ja. Bleibt's bei der letzten Halle von der Fire Station kurz stehen, dann steig ich auch ein, oder? Okay. Und auf schon. Wuff! Wow! Ja, ich hab jetzt auch. Holy moly. Warte, bleib stehen. Ja, ich stell mich nur in die Wiese wegen den Scheiß zu. Na, nicht in die Wiese ja, stellen, der Wiese fährt das Teil 10 km/h. Da kommst du mich ja nie davon. Steig ein. Ich gerade einsteigen will. Nein, go! Was einfacher gewesen wäre. Ihr hättet es mich einfach verletzen sollen. Da bist du so die Wahl nach Hause. Da sind Spieler, oder? Was? Spieler? Bleib stehen. Ich habe nur irgendwas Leuchtendes gesehen und irgendwas loslaufen. Aber das sind Zutten, ja. Und da ist ein Gravecross. Gravecross ist dort. Hinter diesem zerstörten Auto ist ein Gravecross. Ich renne in die zweite Halle rein. Ja. Painkillers, juhu, Smoke Grenade, juhu. Ah, Reinforced Material. Passt, können wir gleich wieder einsteigen und weiterfahren. Oder habt ihr noch vor irgendwas anderes zu schauen? Huey kommt zurück. Nein, Field Chopper. Ich bin in der zweiten Halle, ich hab gerade das Reinforced geschnappt. Braucht noch ein Trenching Tool? Hätten wir nein, noch hier? Ich hab eins. Field Chopper im Sinne von Bot oder. Nein, dieser, was der, dieser Viersitzer, dieser kleine. Nee, den kann man auch unterheizen. Jetzt ist er weg. Gut, einsteigen, fahr mal, fahr. Warte, er kommt wieder. Zeigt sein und fahr mal, da will man da jetzt noch vergammeln. Wo willst du jetzt noch hinfahren? Okay. Ja, zurück, ausbauen. Fahr! Wer läuft jetzt in die Halle vor? Ich hab nur geschaut, ob hier noch was ist. Ob hier irgendwas liegt, was wir verwerten können. Was, ich bin drin. Ja, wenn es alle drinnen seid, sagt ihr Bescheid. Ja, warte, ja, ich lauf schon. Ich bleib noch kurz draußen und cover. Hat wer eine Map? Nein, was brauchst du? Ansagen. Okay, passt, kein Problem. Oder lass gleich einen Check fahren. Nein, ich. Oder willst du von Checken, ist es wurscht. Danke, ansagst. Ist alle da? Entweder fahrt ihr über den Berg. Oder ihr fahrt die Straße. Ich sitze schon wieder nicht drin, Alter, mir geht das am Arsch. Du musst Enter drücken einfach, wenn du auf Dings bist. Und passt alle drin. Passt, drehen wir um und fahren. Reverse. Anders tut mir vielleicht scheiße gewesen. Ich auch. Da jetzt rechts am Tower vorbei. Da ist ein Auto, oder? Mit dem Scheinwerfer.
Und da links ist Break. Nein, es war einfach durch den Zaun durch, geradeaus. Und da links die Straße entlang. Ah, durch den Zaun? Ja, durch den Zaun. Ja, fahr! Einfach durch. Genau, und dann links gleich diese Straße dann weiter entlang. Ganz. Nein, das ist ein Fail Object. Okay. Genau, und jetzt die Straße. Dann kann jeder zugreifen. Zugreifen. Dann kann jeder die Tür öffnen. Das heißt, das Gate saved nicht, oder was? Ja. Wobei, warte. Ich hab's vorhin. Oh ja, ich hab's probiert, dass sie die Tür öffnen. Da plötzlich hab's gar nicht probiert. Ich hab nur versucht rauszukommen wieder. Ich verliere schon kurz. Wie kurz halt man? Abfahrt hungern und Abfahrt duschen. Da kommt uns was entgegen, Leute. Ihr bleibt stehen. Holy crap. Oder? Also ich steig aus gerade. Warte, nein. Ja. Okay, fly. Ja. Weiterfahren. Da Beta ist. Irgendwer schießt auf uns, what the fuck? Ja, Beta schießt. Weiterfahren? Ja, ich fahr weiter, oder was bringt? Ja, ich bin ausgestiegen. Danke, ich auch. Bremen ziehen. Bremen ziehen, da hast du das gefahren. Alter, warum bin ich jetzt tot? Ja, weil uns welche beschissen haben. Ich hab Hummel gekillt. Oh, Alter. Ja, das ist schon wieder KSD. Ja. Die haben so voll, ja? Lauf dir warm, man. Wer lebt jetzt noch? Alle tot, ich, oder? Nein, ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Nur zu zweit, glaube ich. Flyer, lebst du auch noch? Ich lebe noch, ja, ich bin ausgestiegen. Oh, ach, da schießt wieder wer. Wo? Oh, ich bin einmal getroffen worden. Schießen von links. Es ist nur noch einer. Es dürfte nur noch einer sein. Kommt wieder auf mich zu? Ja, ich bin das. Schießt er aus dem Wald, oder? Ja, irgend sowas. Bei mir hier beim Haus schießt auch wer, gell? Wir hätten nicht auf der Hauptstraße fahren sollen. Ja, mit dem Bus, oder? Ich bin jetzt beim Bus. Ja, ich komme auch zum Bus. Fangen wir ein und fahren wir weiter, oder? Na, vergiss es. Bis der Bus wegkommt, bist du ziemlich gut im Schussfeld. Ja, mit dem Bus einfach über den Berg fahren, hätte zwar länger gedauert, aber besser als sterben. Ich sehe einen hinter dem Vehikel hervorkommen. Er läuft jetzt in eure Richtung. Komm. Jamek, bist du beim Haus? Wieso schießt da einer? Ich bin 500 Meter entfernt. Ja, aber ich habe gerade was gegengehört. Er kommt auf euch zu, Flyer. Achtung, er versucht den Bus zu umgehen, um auf euch zu heizen. Von links? Wenn ihr hinschaut Richtung Vehikel, rechts rum rennt er. Übers Feld. Rechts rum? Scroll drüber, das müsste der KS irgendwas sein. Ich kann nicht, er ist leider hinterm Baum. Er ist jetzt hinter dem Autowrack, hinter dem anderen. Du kannst davon ausgehen, dass außer ihm keiner mehr da ist. Wenn du Pummel gekillt hast, dann gibt es noch einen KS. Was ist das? Mach mal. Ja, den Typ umheizen. Ja, okay. Anders, ich geh jetzt da rechts. Du musst ansagen, wo der Typ ist, wenn du ihn siehst. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Er ist hinterm Vehikel verschwunden und eigentlich die ganze Zeit so schön auf der Höhe, dass er wo wart ihr schon? Wart ihr bei Zement schon in der Nähe? Nein. Wir sind gerade am Airfield vorbeigesaugt. Wo seid ihr jetzt eigentlich? Ich bin im Wald auf dem fetten Stein. Hä?
Ah, er fährt wieder los mit dem Vehicle. Wo fährt er hin? Er hat's ihm hinterher. Den nicht. Den, er fährt im Kranken. Ich weiß nicht, soll ich schießen? Ja, wenn du kannst. Wenn du ihn siehst, ja. Wenn du Zielfeld hast und ihn treffen kannst, dann ja. Uns lieber nicht. Und ich brauche eine Blood Transfusion, ich habe kaum noch Blut. Hier. Hast du irgendwie jetzt gehört, wirklich dort in der Nähe schießen? Wer hat mich da umgebracht, Alter? Jetzt schon seit längerem nicht mehr. An die Omsen. What the fuck? 107. Jetzt schießt wieder wer, das müsstest du aber gehört haben, Jamek. Ja, Nade Launcher. EMR. Hat er dich erwischt. Ich? Nicht mich. Wohin? Spawnen. Yellow. Ja. Habt ihr den Schuss wenigstens gehört von denen an? Nein. Ich dachte ehrlich gesagt, dass der Stefan mit der Presche nicht schießt und auf einmal ist er tot. Vor aber einer GMA. Jetzt, ja, ja, aber ich hab die GMA nicht jetzt gehört. Endlich, warum man nicht die Straße entlang fährt. Ja, vor allem nicht in einem Fail. Ich renne das heißt, die war so kurz beim Ding. Was heißt das? Heroe? 83 Meter. Hero, du Noob, Alter. Wer hat das Reinforging Material? Ich hab das, darum laufe ich gerade und versuche mich nicht umheizen zu lassen. Ich höre irgendwen wieder mit der DMA heizen. Da auch, Alter. Okay, da ist einer bei dir, Chris. Irgendwo in der Nähe, beim Haus. Ist wer rechts vom Bus? Nein, es ist keiner mehr da, Flyer, nur noch wir beide und ich lauf schon Richtung Haus. Weil ich hab das Reinforced, wenn die mich jetzt umheizen, dann war das wieder umsonst alles. Gut, dann verschaff ich mir Zeit. Schemmig und Chris, ich komme jetzt langsam zu den Türmen. Warte, wir. Bald. Glaub ich, wenn's find. Da ist gerade einer bei dir beim Haus. Ja, ich seh's gerade, aber ich kann. Boah, der steht vorm Auto. Oh, ich bin tot. Oh, er war rechts von mir. Er will mit dem Auto wegfahren. Ja, dann weiß ich nicht. Versuch ihm rauszupölzen. Na warte, er kommt nicht gerade her. Kann ich da rauspölzen jetzt, da? Weil, das wissen wir eben nicht, haben wir nicht probiert. Okay, Lalan, das war's eh für mich leider. Demek, was war das jetzt? Du geschossen? Ja. Ja. Ja, du hast ihn erwischt, du hast ihm die Knochen gebrochen. Er ist ja, tot. Umbraucht. Okay. Gut. Hast du jetzt einen DMA-Schuss abgegeben, Schemmig? Nein, ich habe mit der PKP dreimal geschossen. Okay, weil ich habe bei mir immer mehr DMA-Schüsse und zwar rund um mich herum. Ich habe keine Ahnung, wo diese Leute alle sind hier. Aber du bist nicht tot, oder? Nein, ich laufe noch. Nur ich bin ein bisschen open range. Okay, Chris, ich renne einfach nur hin, sperre das Haus auf und dann mache ich es wieder zu und wir rennen. Okay, Lidl. Okay. Bis morgen. Zum Haus. Ciao, bis morgen. Ciao. Morgen. Servus. Wann geht's morgen los? Klappen wir überhaupt? Und wenn wir aufrecht laufen? Passt. Ciao. Komm raus. Ich bin gleich wieder bei euren Hütten. Ciao. Komm aus dem Wald. Ich komme jetzt auch aus zu den Hütten. Bleibst du noch grad? Das Bet, Haus wird nicht mehr genutzt, ich schwör's. Ich lauf wieder zum Bus hin. Passt, macht das ja. Jam, bleib dort mal bitte, okay? Bleib am Waldrand, ich komm gleich, ich bin gleich da. Ja. Sachen glitschen und dann hauen wir uns wieder rüber, oder? Ja, ich würde gern die zwei Typen umheizen. Okay, passt, dann gehen wir uns. Ah, da sind noch weitaus mehr als die zwei. Schau halt mal, dass du jetzt wieder zum Haus kommst. Nice. Ich weiß jetzt nicht, den dritten KSD habe ich nicht gesehen, aber es müssten jetzt insgesamt drei sein und einer davon tot. Der mit dem Night Vision FNV, der heizt aus Berlof. Check? Ja. Kommt gut zum Haus, safen wir das Reinforging und dann gehen wir zurück, oder? Weil wenn wir jetzt würden wir jetzt wieder. Gehen wir jetzt einfach geradeaus am Haus vorbeilaufen. Ja, aber im letzten Holz. Hast du auch schon ein Haus dort, oder? Nein, ich brauch's eben fürs Haus, das Reinforging. Ja, nur wir müssen es in einem Haus safen, weil safen nützt uns nichts, wenn Schemmig wegrennt und er der Einzige ist, der dort ein Häusel hat. Ja, ich hätte es eben gebraucht, damit ich meines jetzt endlich fertig bauen kann. Ja, same here. Ja, Jamek bleibt doch eh noch online, oder? Ja. Ein bisschen nach rechts. Rennen.
Dann soll. Haben wir sind zu Jamex Haus, fahren zurück, looten eventuell unsere Leichen. Ja, ich renne jetzt den Wald drauf, ich renne an den, diesen fetten weißen Turm vorbei. Wer rennt denn gerade den Wald runter Richtung Jamex Haus? Runter? Jamex links. Keine Ahnung, wer das ist. Aufpassen, es kommt jetzt zu deinem Haus. Welchen Wald rennt da runter? Boah, fuck. Vom Bielow da runter. Es gibt zwei Wälder von Bielow. Ich bin hinter ihm, ich bin hinter ihm, es ist. Kurz reloaden. Okay, er rennt jetzt im Wald runter, ich renne ihm nach. Ich fahre in den Wald rein, wo Richtung Bielow dort, wo man immer kommt, und bei diesem Bogen in den Wald rein runter. Direkt parallel zu eurem Haus im Wald ist er. Zwei Wälder. Und beide gehen Richtung Bielow. Warum ist da jetzt ein Grave-Tor? Ja, komm, ich Alter, du musst jetzt Pistos. Wer ist das? Wer hat mir erschossen? Das warst du! Frag ich das auch. Ach so. Oh, willst du mich verarschen, verdammt nochmal? Ich hab doch gefragt, wer rennt Richtung da? Ich hab's nicht gehört, weil alle durcheinander reden, sorry. Wer ist das hier? Wieso ist da ein Gravecross? Wie viel Punkte hast du bekommen? Für dich? Willst du jetzt raten? Nein, ich hab 1200 Punkte bekommen für dich. Passt. Sorry, weil ich dachte, da rennt die in eine... Basche, mach das Stress jetzt. Das ist okay. Survivor rennt in meine Richtung, oder denkt man schon, what the fuck? Leute, Scheiße. Okay, wieso die haben liegt da ein Gravecross mit den ganzen Sachen? Jamek, das war noch nicht da, wie du ausgeblockt hast. Es ist... What the fuck? Hab ich's geschafft, mich selbst zu glitschen und tot und zu killen? Ja, so wie ich wahrscheinlich. Jamek. Sehr gut, dann hast du gleich das Equipment. Ja. Oh, scheiße, da heißt nicht mehr. Jetzt doch, ja. Dort. Jamek, ich komme jetzt aus dem Wald raus zum Haus. Weißt du, wie viel ich verloren habe? Sag. 100. Wirklich? Okay. Jamek, wo bist du? Im anderen Wald, am Waldrand. Okay, ich komme jetzt da übers Feld, werf halt an. Bist du gerade gestorben, oder was? Ja, ich? Na, Bescheim. Bobby Six Killer ist da, ich habe ihn im Visier. Wo? Ich habe ihn im Visier. Ja, wo? Ah, warte. Heiz nicht, wenn er in der Bewegung ist. Er ist gesessen. Er ist gesessen, er kommt jetzt zum Boss hin. Bin ich wahrscheinlich, oder? Na, heißt du Bobby Sixkiller? Warte ganz kurz, ja, das ist der Typ, wo ich gerade gesagt habe, dass der gerade zum Haus rennt. Er sitzt hinterm Baum, 255 Meter weg. Dann hätte er verpassen. Soll ich? Soll ich ihn sehen? Ja, wenn du direkt den Schuss auf deine Birne hast, dann heizt er drauf. Ach, scheiße, jetzt hat er... Wer ist das jetzt da? Okay, das ist Nahrungs, der jetzt auf uns zuwendet. Einfach in den Wald, ein bisschen nach rechts. Scheiße, er rennt weg. Wohin weg? So kann ich nicht arbeiten. Scheiße. Er rennt geradeaus, so weiter. Ah, da. Passt ein bisschen auf, da kommt der Vehikel. Es fährt im Wald. Gegenüber vom Eingang. Ich sehe es leider nur noch nicht, ich höre es nur. What the fuck, da ist er noch immer alles. Ich hinter dir jetzt? Da ist noch immer ein Mega-Rucksack. Den kannst du noch aufheben. Jamek, kann ich den Mega nehmen? Hinziehen? Soll ich den Mega nehmen? Kann ich kann nicht nehmen. Dann nehme ich den Mega. Genau. Wer rennt da? Warte ganz kurz. Bobby Six Killer kommt irgendwie von hinten zu, gell? Von hinten? So eine Sau. Ja, ich steuere, dass ich ihn irgendwie sehe. Darf ich das looten? Ja, loot alles, was du looten kannst. Hab ich. Mega drinnen. Kannst du mir die Waffe glitschen und das Sniper? Ah, ich sehe den Bobby Six Killer. Aber wenn der Mega und alles jeder ist, das müsste die Waffe auch dort sein. Wirklich von Waffe hinten. Ist keiner da, ich glaube, die hat sich Chris genommen, wo oder? Wo kommt der? Nein, ich habe mir gar nichts genommen. Na, Waffe ist Richtung keiner drin. Bielow. Wo ist der Jamek? Er ist eh noch ein paar hundert Meter entfernt. Ah, auf ihn wird eh geschossen. Wo läufst okay, du? Okay, wir sollten. Oben. Wir sollten nicht in die Richtung Bielow. Rennen, weil er ist nur 100 Meter entfernt und auf ihn wird geschossen, das heißt, wenn wir dorthin. Auf mich wird auch gerade geschossen. Aha. Ich laufe gerade gegenüber vom Hauseingang. Lauf Richtung Strand, zickzack.
Ich bin jetzt gleich über Zement. Ich bin hier bei den Tannen. Ah, nicht jetzt lecken. Richtung Strand, Leute. Ah, ich renn dir nach. Leute, da kommt von rechts, wenn ich runterlaufe, Richtung Strand ein Vehikel. Ich höre es nur permanent. Ich sehe es aber noch nicht. Ah, scheiße. Schlemmeck, du bist nicht der mit dem Turban, oder? Ja. Bin jetzt gegenüber im Wald vom Level 2er Haus. Auf der Seite Richtung Zement oder auf der anderen? Ja, Mike, auf der anderen. Okay. Bleib kurz stehen. So. Da jetzt nicht zu weit laufen, oder? Ich bin da jetzt über Zement. Da hocken wir uns jetzt mal her und schauen in die Richtung, Mann. Du hast eine Waffe und Dings auch, Chris. Und ich kriege mir schnell eine von irgendjemandem von euch beiden. Ja, das muss Jamek machen. Ich habe keinen Rucksack. Jamek? Kannst du kurz reinhauen? Geht das? Oder willst du lieber noch schauen, wie ist es wait? Gleich mit Night Vision. Ja, bitte. Renn da nach oben, wer ist das? Bin ready. Ein Stein, das bin ich. Ready. Gut, auf Go, okay. Ja. 3, 2, 1, Go. Demons, Mann, sag doch was. Natürlich, ich hab keine Ahnung gehabt, wo ihr seid, ich hab einen Glitch gehabt und. Wir sind links unter dir. Wenn du das. Ich sehe euch. Ich nicht mehr. Ach, ich sehe ihn noch. Hast du noch alles? Für mir steht ein Grave Cross. Nein, 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 nicht zerstören, nicht zerstören, nicht zerstören, nicht zerstören, nein, 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 nein! Shame glitscht sich schon wieder. Ja, wirklich, da ist es noch irgendwo, ich kann es noch immer anklicken. Ah, kannst du nicht. Doch, da, Destroy Grave Cross, klar. Vielleicht ist es ein Bug, ich weiß nicht. Ja, das ist ein Bug, wenn du einmal. Warte jetzt mal, dann versuche ich mal was. Geklickt hast und es dann abgebrochen wurde, dann hast du das so lange stehen, bis du relockst. Wo seid ihr jetzt genau? Am Waldrand ziemlich. Also wenn du da drauf laufst beim Strand. Wenn du hinten unter Dumm nach Zemen laufst, dort wo wir mal mit dem Auto gefahren sind. Gut, dann haben wir mal schlafen. Ich euch. Du? Demenz, wo bist du? Hier, oberhalb von euch. Hocke mich jetzt hin. Fritz, wo leistest du gerade? Ich lauf gerade wieder vom Strand drauf. Ah ja, weiter rechts. Weiter rechts. Ja, ja, kein Stress. Wie er gechillt am Feld geht. Hat jetzt jeder von euch eine Waffe? Ja. Außer der Bates. Bates muss ich noch eine klitschen. Der von mir oder? Macht keinen Stress. Es raucht mal das zu sagen. Ich sehe euch. Wo bist du, Jack? Ich sehe euch sogar ohne Night Vision. Ich bin jetzt also im Wald, fast schon auf Höhe des Strands. Ich mache einen Bogen Richtung Häuser. Ich bin geile Zombie-Fresse hast du. Und wo ist das? Wo ist die ganze Action passiert? Die ganze Action ist passiert bei dem Hotel am Airfield, auf der Höhe dort. Weil dort sind wir um so ein Wrack herumgefahren, genau wie wir ums Wrack herumfahren, kommt so, uns ein Jeep also entgegen. Also noch, also beim Elf, ja, beim ja. Ding. Aber im Jeep sind nicht alle von diesen KSD-Typen gesessen, weil aus dem Jeep sind zwei ausgestiegen, einer ist von Fly und Katzon, der andere hat sich auf den Weg gemacht Richtung Fly und Stefan und dann ist der Stefan von der anderen Richtung getötet worden und von der anderen Richtung ist aber der Fly dann auch umgeheizt worden. Ja, also das passt eh, drei KSD-Typen. Einer wurde von Fly umgeheizt, von den zwei, die ausgestiegen sind. Ah Leute, da kommt von oben ein Survivor runter. Wo? Zum Stein, aus im Wald? Ja, scroll drüber, dann siehst du. Das bin ich. Ich habe ein Baseball Cap und. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ich sag's nur. Wie heißt ihr da? Ich sehe mich nicht. Du rennst genau auf mich jetzt mal zu. Okay. So 10 Grad nach links. Ah, ich sehe euch, ich sehe euch, ich sehe euch. 14.880 habe. Bandit in your pep face. Wo? Bist du von links? Bisschen von links. Ja, ich habe ihn gehört, den mit der Falte. Der ist aber ziemlich nah dran, oder? Der hat vorher schon auf uns gebetzt. Sind wir weggelaufen gerade.
Ja, passt auf. Schaut's nach oben. Darüber. Wir machen das anders. Das rennst jetzt einfach los. Sicher. Da kommt ein Huey. Was? Okay, ich werde mal hier kurz einen Relog machen, mein Blut ist fast leer.